Hier finde ich Öl. Sieh dich nur an, Gunther, du versteckst dich. Ja, gut, okay. Aber jetzt hat sie wieder Leben. Zwar fette Löcher, aber sie hat wieder Leben. Ich nehme an, ich werde gebraucht. Guter Plan. Nee, der Eindruck regt mich immer noch auf. Der Panzer hat aber auch so gut getroffen direkt. Auf der Stelle. Ich halte die Augen nach Ärger offen. Auf der Stelle. Da, Öl. Das werden wir brauchen. Das ist genau, was ich brauche. Ja, das ist ausnahmsweise mal korrekt. Ja, also ich dachte, Kommandomission, ja komm, wird nicht so lang dauern, aber uiuiui. Ich habe Öl gefunden. Gut. Suchen Sie mehr und bringen Sie es mir. Ja, das habe ich schon verstanden. Das Blöde ist, wir werden jetzt den Kampf. Ein paar Feinde nähern sich. Können Sie was gegen die tun? Ich kann mich nicht bewegen, aber schießen. Mal sehen. Durchhalten, Bruder. Eine unserer Einheiten ist einen Rang aufgestiegen. Tada! Noch mehr HP. Ja. Genau, ich esse noch mehr Öl. Eine wertvolle Entdeckung. Da schaust du, Brunhilde. Ich werde das hier zu Ende bringen. Ich habe die Hälfte des Öls. Wie läuft die Reparatur? Knifflig. Das verstehen Sie nicht. Hey. Ach, kommen Sie. Mein Vater sagte, Sie verstehen nichts von Technik. Ich kann sie benutzen. Mehr Feinde. Soll ich helfen? Weiß nicht. Sind mehr als letztes Mal. Versuch nur durch meine Panzerung zu kommen. Ich nehme an, ich werde gebraucht. Ja. So schnell mich meine Beine tragen. Ah, geht noch mit den Beinen. Ja. Ich halte die. Das ist noch ein bisschen weg. Das werden wir brauchen. Bom. Hier ist kein Öl. Ja. Vor allem, wozu braucht man da dann bitte Öl? Fast fertig mit dem Öl. Fast fertig mit der Reparatur. Wir sind ein gutes Team. Ich bin nur Ihr Laufbursche. Ich mach mich auf den Weg. Hier gibt's sonst nichts noch irgendwo mehr wie wo was. Guter Plan. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo wir noch einen Mech gekillt haben. Sonst müssen wir halt jetzt noch einen Mech killen. Auf der Stelle. Duisburg würde das zwar hinkriegen, aber... Wird kritisch. Kritisch. Kann leider auch nicht vorspulen. So schnell mich meine Beine tragen. Nee, ich reg mich immer noch... das regt mich gerade richtig hart auf mit dem Trupp. Weil der hätte jetzt... Wie kann ich helfen? Richtig praktisch sein können. Ich mach mich auf den Weg. So schnell mich. Beweg dich doch. Ich überleg gerade, wo ist hier noch Öl? Waffenkiste, bringt mir nix. Ja, da wäre noch Öl. Da müsste ich geschützt sein. Ja, ne. Auf der Stelle. Oder war hier nicht noch irgendwo ein Mech? Ne, die Straßensperre hat ein MG. So schnell mich meine Beine tragen. Ja, die hatte hier nämlich ein MG. Und sonst gab es hier keinen Mech.
Man wird nicht so alt wie ich, wenn man unvorsichtig ist. Ja, so alt bist du jetzt auch nicht. Guck mal in die Kamera. Auf der Stelle. Na, okay, hier hat der weitaus weniger Farbe im Bart als... Guter Plan. ...hier auf dem Bild. Da sieht er nämlich noch vollkommen blond aus. Zeig mir, was mich dort erwartet. Irgendwo ist der Mech. Da müsste ich geschützt sein. Ja, sieht gut aus. So, stell mich meine Beine tragen. Ich würde halt gerne den einen triggern. Sieh dich mal um. Aber nur den einen. Putti, putti, put. Auf der Stelle. Ja, mit Brunhilde hätten wir das man auch nicht gesehen. Nicht so alt wie ich, oh nein, das werden nur beide getriggert. Ist. Scheiße. Scheiße. Mit Augen. Guter Plan. Da müsste ich geschützt sein. Auf der Stelle. Ich habe eine gewisse Einheit gesichtet. Ich werde sie aufhalten. Guter Plan. Die haben auch viel mehr Deckung. Sieht gut aus. So schnell mich meine Beine tragen. Ich bin in Deckung. Halt still. Komm. Für meine Kameraden. Zum Beispiel hier verschießt er halt Tom komplett. Und bei meiner Infanterie hat er halt direkt getroffen. Das ist das Blöde. Wunderbar. Große Siege bauen auf kleinen. Flucht ist keine Option mehr. So alt bin ich nun auch wieder nicht. Wie der Wind. Komm. Für meine Kameraden. Schnell. Keinen von uns endet das hier im Grab. So alt bin ich nun auch wieder nicht. Ich mach mich auf komm, den Weg. Komm. Auf der nee. Stelle. Was ein Drehturm, also eigentlich müsstest du. Ich mach mich auf den Weg. Sie wollen ab wie der Wind. Ich werde sie aufhalten. Ja. Los. Ich beeile komm, 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 komm. Bisbock. Für meine Kameraden. So alt bin ich nun auch wieder nicht. Dieser alte Hund kann. Wohl. Eine wertvolle Entdeckung. Ja, da habe ich Zeit. Ja, ich hätte erst... Oh Mann. Es ist, weißt du, halt alles... Ne, erst nachher. Primärziel erhalten. Öl, das sie brauchen. Von Duisburg. Hier ist viel Bewegung. Eisenhans, Infanterie und ein Isegrim. Die meinen es diesmal ernst. Durchhalten. Wo? Ich nehme an, ich werde... Das werden wir brauchen. Auf Empfang! Jemand hat auf mich geschossen! Ich habe irgendwie das Gefühl... Ah! Okay, gut. Das ist, Wie kann ich helfen? Wartet, ich muss kurz mal... Ich brauch kurz das HP. So. Beeilung! Wie heißt der? Achso, Isgrim. Eisenhand? Wo war denn dieser komische Eisenhand? Ah! Ich halte die Augen nach Ärger. Aha. Komm! Das Ding ist ja umgeben von Feinden gerade. Nein, da kommt ein Pack!
Ja gut. Ist die Frage, wie soll man sonst auf... Na komm. Wie viel... Nein. Eine unserer Einheiten ist an den Rand aufgestiegen. Was ist? Boah, das war knapp. Also das mit der Pack war knapp. Oh ja, das mit dem Trupp und dann die... Oh. Eine wertvolle Entdeckung. Brunhilde läuft perfekt. Nur kann sich jemand nicht bewegen. Ich rücken aus. Ja. So schnell mich meine Beine tragen. Danke. Das war knapp. Alles in Ordnung? Ja. Nur... wurde hier drin etwas durchgeschüttelt. Die wenigsten haben eine Vorstellung davon, wie es ist, wenn einen nur ein paar Zentimeter Eisen vor dem sicheren Tod bewahren. Möglich. War es bei Papa auch so? Heute nennt man es Kriegszittern. Er war leider einer der ersten Zitterer. Er war kein Feigling, wissen Sie? Er war ein guter Mann, der es einfach nicht mehr ertrug. Egal, was die anderen sagen. Natürlich. Sollte nicht lange dauern. Haben Sie das Öl? Ich habe sogar fast doppelt genug. Sehr gut. Sie sind wirklich Karls Tochter. Das ist nicht alles. Der Mörser geht wieder. Und es gibt einige Verbesserungen. Ich kann jetzt einfache Schäden an Brunhilde von innen beheben. Beeindruckend. Zeigen wir Ihnen, was saxonische Technik alles kann. Liebend gern. Nichts wie weg hier. Und vorwärts. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Primärziel abgeschlossen. Was ist denn da? Wieder hier. Maschinen auf voller Leistung. Gefechtsstation, drei Seiten von Brunhilde können von Infanterie bedient werden, wodurch die Feuerrate erhöht wird. Ach so. Feldreparatur. Okay, Artillerieschlag. Raus damit! Da müsste ich geschützt sein. Bereit für einen Feldversuch. Gibt's da noch mehr Level? Ja, da gibt's noch eins. Ich nehme an, ich werde gebraucht. Sie nehmen mich aufs Maul. Brunhilde läuft perfekt. Arschtritt wird berechnet. Und boom. Ja, wunderschön. Bereit für einen Feldversuch. Brunhilde vorrücken. Das ist ja noch eine. Brunhilde läuft perfekt. Maschinen auf voller Leistung. Bereit für einen Feldversuch. Mach kaputt. Flucht ist keine Option mehr. 100 Tonnen Eisen auf dem Weg. Ich nehme an, ich will... Wieder hier. Maschinen auf voller Leistung. Angriff. Tada. Nein. Scheiße. Geh mal wieder zurück, bitte. Wie kann man Brunhilde nicht treffen? Das ist schon eine Kunst. Au. Bleib mal hier stehen. Viel Spaß. Ich halte die Augen nach Ärger offen. Ja, als könnte er um die Ecke schießen. Man wird nicht so unvorsichtig. Das ist so lustig erstmal. Ich repariere mich erstmal selber. Von uns endet das hier im Grab. Vor allem ja auch noch ohne Ressourcenverbrauch. Endet mich ein bisschen an den Lifestyle. Ich werde das hier zu Ende bringen. Nur, dass sie mir weitaus sympathischer ist als der, nennen wir es mal, vorherige. Wie kann ich helfen? Auf der Stelle. Brunhilde läuft perfekt.
Sogar recht schnell. Es können noch mehr sein. Ich übernehme mich als Korn. Ja, gut, ne? Ein leichtes Ziel. Ich mach mich auf den Weg. Ja, dieser alte Hund kann noch zubeißen. Frieda hier. Richtet keinen Schaden mehr an. Brunhilde läuft perfekt. Ja, dann laufen wir weiter. Eisen auf dem Weg. Leider repariert sie sich währenddessen nicht. Raus damit. Guter Plan. Frieda hier. Brunhilde und ich rücken aus. Sehr eine feindliche Einheit. Okay, was haben wir noch? Sieh dich mal um. Guter Plan. Mehr nicht. Hinten sind wieder Mörser. Brunhilde läuft perfekt. Maschinen auf voller Leistung. Warum ist Brunhilde da? Diese Mission geht ja echt Stunden. Diesmal ist sie ja nicht wirklich anstrengend, aber... Ich kümmere mich drum. Arschtritt wird berechnet. Diese Aussage, Arschtritt wird berechnet. Brunhilde und ich rücken aus. Komm. Versuch nur durch meine Panzerung zu kommen. Ja, auf der Stelle. Eisen. Ich höre. Zielen. Vor allem, da die jetzt wieder stationär ist, das ist anscheinend nicht, ob sie außerhalb des Kampfes ist. Ja gut. Ich lass Brunhilde erstmal heilen. So schnell mich meine deutsche Einheitengesichter. Artilleriebeschuss. Panzer. Diese Narren hätten heute nicht hin. Ich werde sie Artilleriefeuer in Deckung. Ja. Ach, die haben Nahkampf. Ein leichtes Ziel. Frieda hier. Flucht ist keine Maschinen Option. Auf volle Leistung. Ich power mich. Ne? Angriff. So alt bin ich nun auch wieder nicht. Schnell! Von dem kann er echt gut weglaufen. Wenn es der Brunhilde läuft perfekt. Boah, beweg dich schneller, Brunhilde. Schneller! Wie kann ich helfen? Wenn du Brunhilde anschiebst. Frieda hier. Brunhilde und ich rücken aus. Vor allem, dass Brunhilde so nah am Palast war. Finde ich auch schon wieder interessant. 100 Tonnen Eisen auf dem Weg. Diesmal werden wir unsere Infanterie nicht verlieren. Bereit für einen Feldversuch. Wir haben ja diesmal auch Brunhilde dabei. Mehrere Feinde voraus. Sag schön. Ich gehe in Deckung. Brunhilde ist fertig. Maschinen auf voller Leistung. Angriff. Ich kann es reparieren. Whee. Genau, jetzt. Versuch nur durch meine Panzerung zu kommen. Ja, ne, das ist höchst effektiv, mein Freund. Ich werde das. Tada. Raus damit. Na, los, hol das Zeug. Bitte nicht übertrampeln. Brunhilde und ich rücken aus. 100 Tonnen Eisen auf dem Weg. Halt, da. Ich nehme nichts davon, wird verkommen. Vor allem das Zeug verkommt sowieso nicht. Brunhilde läuft perfekt. Da sind so viel umweltschädliche Materialien drin, das verkommt nicht. Ja,
Schnell mich meine Beine. Komm, beweg dich. Feindlicher Truppenverband. Ich werde das hier zu Ende bringen. Ich halte die Augen nach Ärger offen. Ich werde sie aufhalten. Sie nehmen mich aufs Korn. Guck mal, hab noch die Hilde. Und ich rücken aus. Brunhilde lässt sich durch nichts aufhalten. 100 Tonnen Eisen auf dem Weg. Wie kann ich helfen? Das schaffe ich sogar mit verbundenen Augen. Hey, das ist eine Mine. Saxonische Mine. Kommandant, Gott sei Dank. Was soll dieser Irrsinn? Sie sagen, der Kaiser sei tot. Sie nehmen Leute ohne Haftbefehl fest. Wir haben Schüsse gehört. Alles wird wieder gut. Bringen Sie alle über die Grenze. Versammeln Sie möglichst viele Menschen, die Friedrich und mir gegenüber loyal sind. Ihr habt ihn gehört. Wer nicht kämpfen kann, geht über die Grenze. Der Rest bleibt. So hab ich das nicht. Na schön. Oh, ja, genau. Schwere Infanterie. Bereit. Ich nehme an, ich werde gebraucht. Bereit, unsere Pflicht bringt uns an die Front. Wie kann ich helfen? Guter Plan. Ach. Warten auf Anweisungen. Dann mal los. Na, wo sind die? Na, keine Granaten. Wir arbeiten uns hier vor. Ist doch bestimmt irgendwo Zeug, oder? Geht mal wieder raus. Was benötigt das Imperium? Was braucht Frieda hier? So, ich hätte aber lieber gern die da drin. Maschinen auf voller Leistung. Und jetzt muss sich Frieda wieder bewegen. Das dauert. Ja. Ich mach mich auf den Weg. Warte mal. Stopp. Vorsicht beim letzten Schritt. Gibt's einen Mac, den wir bereiten sollen? Befehle erhalten. Von wo haben die Waffen her? Wie kann ich helfen? Zeig mir, was mich dort erwartet. Sturmtruppen, wir decken uns mit Granaten. Ich nehme an, ich werde gebraucht. Die Söhne des Imperiums sind bereit für die Schlacht. Sehr gut. Auf dem Weg. Bereit für einen Feldversuch. 100 Tonnen Eisen auf dem Weg. Wir haben es ja fast geschafft. Was brauchen Sie? Aber echt, ich glaube, die bereiten sich gerade auf den Bürgerkrieg vor. Frieda hier. Volle Kraft. Sie wird besser sein als je zuvor. Nein! Puh. Flucht ist keine Option. Bereit für einen Feldversuch. Also los, altes Mädchen. Hopp. Vorsichtig. Wilhelms Männer könnten überall lauern. Sie nehmen mich aufs Korn. Wir sind kampfbereit. Null HP, null HP, null HP. Ja, okay, sie hat auch voll, ne? Lass mich nicht im Stich. Jemand hat auf mich geschossen. Oh. Bewegung, Mädchen. Dieses Ergebnis passt zu 100 Tonnen Eisen auf dem Weg. Angriff. Damit. Die steht da jetzt einfach, repariert sich einfach wohl. Oh. Wir sind kampfbereit. Sie wird besser sein als je zuvor. Ein leichtes. Bleib doch stehen. Ne? Ich werde sie aufhalten. Und Hilde läuft perfekt. Maschinen auf voller Leistung. Ja, da möchte ich vielleicht jetzt mal nicht alle Häuser der Saxonia niederwalzen. Ich glaube, die Zivilisten, die mir hier helfen, fänden das auch ganz toll. Ich höre, jemand hat auf mich geschossen. Na? Da müsste ich geschützt sein. Ich halte die Augen nach Ärger offen. Komm. Feuern! Da kommen immer mehr. Wir rücken aus.
Ja. 100 Tonnen Eisen auf dem Weg. Also ein Kampf, was? Hey. Maschinen auf voller Leistung. Ich will verstehen. Wir sind hier, um Max zu töten. Nein! Dann halt nicht! Mann, ich wollte das Zeug recyceln. Position bestellt. Bereit für einen Feldversuch. Ich nehme an, ich werde gebraucht. Dankeschön. Brunhilde läuft perfekt. Flugbahn wird berechnet. Ich mach mich auf den Weg. Immer wenn ich gerade geschossen hab. Denken Sie sich so, ja komm, wir bewegen uns mal woanders hin. Frieda hier. 100 Tonnen Eisen auf dem Weg. Nichts zu tun. Ich nehme an, ich werde gebraucht. Bereit für einen Feldversuch. Nähern sich damit. Was? Wo feindliche Einheit? Da kommen Feinde. Naja. Also, Feinde kommen, die stehen da halt, halten Wache. Auf der Stelle. Brunhilde zerstört Eigentum von Saxonian. Brunhilde und ich rücken aus. Wer bezahlt das eigentlich? Ich nehme an, ich werde gebraucht. Ein leichtes Ziel. Stehen und Führung. Ich werde sie aufhalten. Ja? Wer hat das am Ende vom Krieg alles bezahlt? Den ganzen Wiederaufbau. Ich mach mich auf den. Wenn es. Bereit für einen Feldversuch. Ich meine, selbst nicht bei den Siegermächten. Raus damit! Gibt's einen Mac, den wir berichten und. Alles in Ordnung? Kommandant, ich wusste, Sie lassen niemanden zurück. Die haben Sie einen Feind des Throns genannt. Und ich hab gesagt, wenn Gunther von Duisburg ein Feind des Throns ist, dann bin ich das auch. Da haben sie mich festgenommen. Sie wissen eben immer noch nicht, wann sie den Mund halten sollten. Bringe sie alle über die Brücke. Ich komme so schnell ich kann. Nein, wir kommen mit euch. Tut, was der Kommandant sagt. Hm. Na schön. Sekundärziel abgeschlossen. Stumm! Durchhalten, Brunhilde! Wie breit will ich dir auch einfach auch eine ganze Truppe wieder aufnehmen? Gott. Ja, da kommt. Da kommt ein Mac. Was für einer? Oh, ein schwerer. Ist jetzt die Frage, kommt der durch schwere Panzer? Na, macht aber nicht so viel Schaden. Wie kann ich helfen? Was benötigt alle rein da? Ich werde das hier zu Ende bringen. Brunhilde läuft perfekt. Brunhilde denkt, sie muss sich erstmal wieder. Wir sind hier, um zu kämpfen. Also ganz ehrlich, Häuser in diesem Spiel, das sind so unnötig. Ich höre. Stehen unter Feuer. Ich werde gebraucht. Das ist wirklich nicht fair. Ich glaube, jetzt ist hauptsächlich nur noch so Brunhilde auf. Wenn man unvorsichtig ist. Sturmtruppen erwarten Befehle. Ja, haben aber leider immer noch die gleichen Gewehre. Hätten sie eigentlich auch direkt die Gewehre mitnehmen können. Lauf voraus! Ja, gut, jetzt sind wir über den Fluss, oder? Ja, jetzt über den großen Fluss sind wir sowieso. Jetzt auch über den kleinen. Auf der Stelle! Ich frage mich ja, was hier noch alles ankommt. Weil ganz ehrlich, das ist viel zu offen. Ich werde gebraucht. Das ist viel zu offen gerade. Sieh dich mal um! Das Schlimmste ist geschafft. Die Brücke liegt am Ende dieser Straße. Ich kämpfe Seite an Seite mit Gunther von Duisburg in Brunhilde. Papa würde es nicht glauben. Frieda, ich hätte von seinem Tod wissen müssen. Ich hatte in letzter Zeit kaum mehr Kontakt zu anderen. Sie hätten nichts machen können. Genauso wenig wie ich. Er hat den Spott der Leute nicht mehr ertragen. Wissen Sie? Sie haben bei jeder Gelegenheit sein Zittern nachgeäfft. Sie nannten ihn einen Feigling und eine Schande fürs Vaterland. Oh, Frieda. Ich sagte, er soll nicht auf die Dreckskerle hören, so wie ich. Das tut mir sehr leid. Ich wünschte, ich... Still. Was ist das? Max, und zwar viele. Mache Waffen bereit.
Nein, weg hier! Vor allem, die werden schon beschossen. Ja, jetzt lädt das Spiel. Oh nein! Raus da, raus da, raus da, raus da, raus da. Was brauchen Sie? Brunhilde läuft perfekt. Maschinen auf voller Aktion. Frieda hier. Bereit und was ist bei heute den Kampfhunden? Rein da. Zeit für eine Spielfahrt, das Imperium. Kanoniere hier! Wir werden sie vernichten! Naja, genau, ne? Ich halte die Augen. Oh fuck. Oh, raus da, raus da, raus. What the fuck? Raus, 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 raus. Da ist er! Schnappt ihn! Sie nähern sich schnell! Achtet nur auf den Weg vor euch! Stehen unter feindlichem Beschuss! Ja! Deckung! In Bewegung bleiben! Über die Brücke! Unser Trupps ist gefallen. Scheiße! Ja! Auf Empfang! Sie nehmen mich aus! Das ist der Kronprinz da. Weil die schießen halt alle auf Hilde. Hauptsächlich. Flucht ist keine Option mehr. Wir sind bereit. Dann mal los. Ja. Okay. Die können dann hier von mir aus deffen. Die Brücke hält doch niemals die Brunhilde aus. Lella! Egal, er hat es auf uns abgesehen. Grenzen kümmern ihn nicht. Das heißt, wir gehen ihn an der Brücke? Ja, wir können sie vielleicht ein wenig aufhalten und den anderen Vorsprung verschaffen. Schnell! Boah! Aber ich nehme mich aufs Lass mich nicht im Stich! Lass sie nicht entkommen! Ein Schloss für den, der mir Gunther von Duisburgs Kopf bringt! Wir haben jemand hat auf mich geschossen! Systeme in kritischem Bereich! Jetzt weiter! Gegnerische Einheiten gesichert! Au! Boah, schaut euch an, was das alles sind! Ich sehe eine Feind. Nein! Ich war doch am Fluss! Nein! Das ist doch jetzt nicht dein Ernst! Mann! Das ist doch echt nicht dein Ernst! Ja, das ist der. Ne, ja, genau. Erstmal löschen. Ich bin mit Brunhilde eigentlich durchgehend gelaufen. Was hätte ich denn machen sollen? Hilfe! Das Schlimmste ist geschafft. Die Brücke liegt am Ende dieser Straße. Ich kämpfe Seite an Seite mit Gunther von Duisburg. Ja, 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 das kennen wir. Wir sind kampfbereit! Haltet den Kopf unten! Ich nehme an, ich werde gebraucht. Bereit unsere Pflicht zu tun. Einfach. Wechseln zu neuer Position. Ja. Hm? Da ist er! Schnappt ihn! Sie nähern sich schnell! Achtet nur auf den Weg vor euch! Bewegung, Mädchen! Ich hab eine gegnerische Einheit! Spucken Sie diese alte Hunde noch zu bei mir anvisieren! Ja, kacke! Mach weg! Au, 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 au! Unsere Position wird bombardiert! Wow, wow, wow. Wie der Wind! Wir sind bereit! Verstanden! Was brauchen Sie? Wir versuchen nur durch meine Panzerung zu kommen! Zack, was komm! Wir sind hier, um zu kämpfen! Weiterlaufen, Brunhilde! Weiterlaufen, Brunhilde! Weiterlaufen! Egal, er hat es auf uns abgesehen. Grenzen kümmern ihn nicht. Dann heißt es, wir gegen ihn an der Brücke? Ja,
Wir können sie vielleicht ein wenig aufhalten und den anderen Vorsprung verschaffen. Alter! Bewegung, Mädchen! Nein. Kanoniere unterwegs! Sturmtruppen! Lass sie nicht entkommen! Ja, das ist doch... Jetzt bin ich noch... Wie soll ich der denn entkommen? Oh... Brunhilde ist einfach zu langsam. Das Schlimmste ist ja, geschafft. Ja. Die Brücke liegt. Ich werde das hier zu Ende bringen. Ja, dann lauf. Guter Plan. Wie kann ich helfen? Stehen unter feindlichen Beschuss. Lauf doch. Vorsichtig! Hier drüben sind feindliche Positionen bestätigt. Raus damit. Ich beeil mich für meine Kameraden. Hau und ruf. Hier um Max zu töten. Artilleriefeuer. Flucht ist frei. Oh Gott. Achtet nur auf den Weg vor euch. Kanoniere greifen lang. Befehle werden angegriffen. Okay, nee, weiterlaufen. Heilung! Sie nehmen mich aufs Korn, leichtes. Au. Wisst ihr was? Ich schicke einfach mal die Wölfe noch ein bisschen da raus, dass die Feuer auf sich lenken. Sturmtruppen bereit! Brunhilde versucht nur durch meine Panzerung zu kommen! Bin ich nun auch wieder nicht! Das sieht doch jetzt ein. Weißt du, Brunhilde hat volles Leben! Heilung! Was da? Egal, er hat es auf uns abgesehen. Grenzen kümmern ihn nicht! Ja, das meine ich also. Ja, wir können sie vielleicht ein wenig aufhalten und den anderen Vorsprung verschaffen. Wow. Lass sie nicht entkommen! Ein Schloss für den, der mir Gunther von Duisburgs Kopf bringt! Wie der Wind! Wieso gehen die jetzt mal zurück? Ja, ne? Hier geht's weiter! Was ist mein Ziel? Artilleriebeschuss! Endlich! Also, wir müssen. Nein! Was war das? Los! Suchen wir die anderen! Das war echt so knapp das letzte Mal. Ich weiß, wir sind nicht allein. Stellen Sie eine Armee auf. Dann umzingeln wir Wilhelms Truppen und nehmen Dresden ein. Wie Cäsar damals Rom. Ich habe seine Armee gesehen. Die schlagen wir nicht mit Steinen und guten Absichten. Wir brauchen schwere Waffen und Max. Was ist Ihre Meinung, Fräulein? Dass Sie bessere Wachen brauchen. Tag und Nacht hatten sie schon gewittert. Setzen Sie sich. Und danke für die Sache mit der Brücke. Prinz Wilhelm in Dresden zu bekämpfen, wäre das Ende der Stadt. Und Sie haben vielleicht weniger Freunde, als Sie denken. Sprechen Sie. Es läuft eine Desinformationskampagne. Sie verteilen Flugblätter, die Sie als Mörder hinstellen. Und Ihre Helfer als Rebellen. Sie kontrollieren die Presse. Noch heute wird Saxony lesen, Wilhelm sei rechtmäßiger Herrscher und werde von Feinden im Inneren bedroht. Er wird seine Landsleute bitten, ihm bei der Verteidigung Saxonys zu helfen, und viele werden ihm glauben. Bis zum Abend werden alle, die ihn noch stoppen könnten, Parlamentsmitglieder, Richter, Offiziere, Gewerkschafter, verhaftet sein. Dies wird ein schwarzer Tag in der Geschichte Saxonys, in der Weltgeschichte. Und die braven saxonischen Schafe halten den Mund und ducken sich, wie sie es immer tun. Naja, nicht alle.
Es gibt Menschen, die sich nicht verbiegen lassen. Die ihre Menschlichkeit nicht preisgeben, um ihre Ruhe zu haben. Auf diese Leute müssen wir jetzt hoffen. Das reicht aber nicht. Wir können nicht nur rumsitzen und auf andere zählen. Zurzeit wäre ein Einmarsch in Saxony ungünstig. Das stützt nur Wilhelms Märchen vom Land unter Beschuss. Jetzt ist nicht der Moment für offene Feldschlachten. Wir müssen im Verborgenen arbeiten, sowohl die Herzen als auch die Köpfe der Menschen gewinnen. Das gefällt mir. Wir haben die Wahrheit auf unserer Seite. Sie können nicht ewig lügen. Aber zunächst wird alles noch schlimmer werden. Es ist schwer, ein Land zu destabilisieren mit schlagkräftigen Politikern, einer freien Presse, unabhängigen Gerichten. Aber all das gibt es nicht mehr lang. Wilhelm will sein Land vor Fenris beschützen. Aber stattdessen legt er es auf den Präsentierteller. Über 2000 Menschen stehen unter meinem Schutz. Sagen Sie mir, was soll ich mit denen machen, wenn wir nicht zurück können? Wir brauchen einen Rückzugsort für diese Menschen und alle anderen, die in Gefahr sind. Niemand wird uns aufnehmen. Sie fürchten Saxony und haben ihre eigenen Probleme. Nein, es gibt einen solchen Ort. Die Fabrik von Tesla. Er ist ein Gegner von Fenris. Er hat die Mittel, jeden abzuwehren, der in seine Stadt will. Und in der Glanzzeit lebten dort Zehntausende von Menschen. Es ist ein weiter Weg dorthin. Aber vielleicht ist das unsere einzige Chance. Und Wilhelms Armee? Sie holt uns in 1 bis 2 Tagen ein. Ich habe ihm alles beigebracht, was er über Taktik weiß. Aber nicht alles, was ich weiß. Sehr gut.